Und damit herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 4 mit Micha und dem Fisch. Hallo, ich bin der Micha und Code Braun ist erfolgreich abgewendet worden. Wir nehmen da oben jetzt das Nordsee-Lager auseinander. Richtig auseinanderbauen erstmal die Penner. Hier ist noch ein Medipack, falls du brauchst. Wenn nicht, verleibe ich mir meins gerade mal ein und nehme das mit. Verleib mal. Ich glaube, dir geht's schlechter als mir. Ja. Bin wieder voll HP. Bösche. Oh, Bösche, ich hab dich doch gerade gesehen. Da bist du. Direkt vor mir steht auch noch irgendwo einer. Ah, da. Na, hinter ist noch einer. So, dann sind da noch zwei oder drei, die wir nicht sehen gerade. Ich würde ja gerne mal so eine S-Mine ausprobieren. Oh, scheiße. Der guckte uns gerade sehr an. Deswegen. Hab ich gedacht. Ja. Ich gehe mal dem Dude da hinterher, der auf den Berg geht. Du siehst mich gar nicht. Vielleicht gehe ich dem auch nicht hinterher. Vor dem Laster sind noch zwei. Ja. Einer. Den zweiten sehe ich leider nicht. Ja, ich wollte den. Geh den Buben auf dem Berg gerade hinterher. Oh, nicht, wenn du jetzt nicht laut bist. Also, oh, der Panzerkampfwagen kommt. Das ist schlecht. Der Dingens kommt auch. Ich muss mal hier unterm. Dieser Panzerwagen verheißt nichts Gutes. Ich sollte mich darum kümmern. Gut, der fährt. Na, Sekunde. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich bin zwischen den Reihen. Der Dingens hat die Leiche gesehen. Chill. Verreck doch! Den viermal in die Birne geschossen. Alles klar. Ich sehe da leider keinen mehr. Könnte ein kleines Ablenkungsmanöver. Bei mir ist gerade alles entspannt. Ich loote gerade mal ein bisschen. Panzerkampfwagen kommt, oder? Ja, ignoriere den mal. Ja. Oh, nur Bescheid sagen. Den machen wir kaputt, sobald wir die hier los sind, Alter. Hallo, wieso kann ich dich nicht laden, du Penner? Unter mir steht auch noch irgendwo einer, den ich nicht sehe. Ach ja, ich hab einen. Da ist er. Hier ist klar. Nee, der war das. Ja, sag ich doch. Ja, den hast du nicht markiert. Doch, den hab ich im Moment markiert, als du ihn erschossen hast. Gut, dann wollen wir mal zu dem. Also, das ist der letzte da. Kannst du gerne erledigen, wenn du möchtest. Ja, wenn sich was ergibt. Aber momentan ergibt sich nichts. Oh, er sieht mich zum Glück auch nicht. Hat sich ergeben. Ja. Wieso haben die alle keine Sachen dabei, Penner? Lass mal hier umgucken, ob hier irgendwas liegt. Schon dabei. Wir sollen ja hier noch das Lager zerstören. Ich würde sagen, das machen wir zusammen mit dem Panzerkampf. Ja, genau. Wo ist denn der gerade? Da hinten, der ist ja am Arsch der Heide, Alter. Ja, ich glaube, dann können wir das Nazi-Lager hier auch so zerstören. Hast du gesehen, ob der Panzerkampfwagen rote Stellen hat? Okay, perfekt. Gut, Micha, dann geh mal in Deckung. Ja, mach du. So, wenn ihr noch so schön. Ach, da. Oh, yo. Das sollte dem Widerstand das Leben etwas erleichtern. Au! Hab ich gesehen.
glaube, er ist eine gute Position, um gegen den zu kämpfen. Oder? Ja, aber er kommt hier halt nicht so häufig hin, ne? Au, wieso explodierst du nochmal? Du warst gerade erst explodiert, du Penner. Da fährt er gerade noch weiter. Der kommt jetzt auf jeden Fall rum. Wie oft wollt ihr noch explodieren, Alter? Meinst du, er kommt? Ja, ja. Aber wir haben keine Landminen, leider. Warte, ich hab doch alles Mögliche dabei, ne? TNT hätte ich noch. Ich hab eine S-Mine oder sowas. Eine S-Mine ist eine Personenmine. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich stell's mal hier hin. Ja. Was bist du? Kein Schimmer. Falle steht da. Steht auf der Straße. Aber er kommt nicht her, Michael. Ne? Noch nicht. Ob ich das von da oben sehe? Ah, hier liegt noch einer, Dude. Ja, hab ich bald gemacht. Ich geh mal Auge machen, da wo der ist. Leichnam mit Sprengfalle versehen, S-Mine. Okay. Ja, wenn die überprüfen, ne? Dann explodieren die halt mit. Ich sehe mein TNT nicht. Hast du TNT überhaupt? Ja, ich hab sie hingelegt. Oh, ich hab Minen. Oh, nice. Ich leg hier mal auf den Weg eine Mine. Ja, dann brauche ich ja meine TNT eigentlich nicht mehr. Nö. Das Problem ist, der kommt halt auch nicht her, ne? No, TNT. Bist du Dynamit? Ich hab Dynamit dabei. Nee, ob du TNT. Dynamit bist. Ja, immer. Wagen fährt. Kommt auch in unsere Richtung, noch 70 Meter zu mir. Ja, kommt her. Dürfte gleich explodieren. Irgendwo da mitten auf dem Weg liegt eine Mine. Komm. Ne? Okay. Hab ich die so weit weggelegt? Okay. Anscheinend. Also du hast ihn auf jeden Fall immobilisiert. Ich sehe ihn von hier nicht. Das ist direkt neben mir, ich schieße es gerade mal ein bisschen kaputt. Hat sich gerade weggedreht, leider. Ich traf's nicht. Ich hab mich jetzt auch gesehen. Kanonenkill, kann nichts mehr machen. Der ist jetzt komplett wehrlos. Mein scheiß TNT liegt hier. Fahrerkill. Eine Bedrohung weniger für die Partisanen. Hi. Hi. Micha? Ja. Der war nicht so smart. Ich hab den nicht getroffen, ewig. Na, ihr sagt, ist egal. Der lag auch ziemlich beschissen. Der ist irgendwie zwischen zwei Steine gefallen. Denn da oben, da sind noch einer, ist nicht markiert auf jeden Fall. Noch links von dem linkesten. Ja. Ja, genau der. Dann lass uns mal ranpirschen da. War hoffentlich noch mit im Geräusch. Ja, aber die haben halt die Leiche gesehen, ne? Oder ist irgendwo ein Schnieper. Versteckt er sich gerade hinter den roten Fässern? Nee. Ne. Aber ich bin gleich da. Um hier Mütter zu ficken. Hier oben ist aber eine Panzerdings. Ich habe keine Munition mehr.
Schade, da war gerade keiner. Ich würde dir welche droppen, wenn ich welche hätte. Ja, alles gut. Find gleich schon wieder welche. Aha. Ich könnte bitte nicht einfach sterben für mich. Danke. Oh, da hinten ist ein Sniper auf dem Turm. Jo. Hab ihn markiert. Nee. Wenn mal wieder Geräusch wäre, könnte ich ihm auch ins Gesicht reinschießen. Oder du machst es. Manchmal so random, wann der Helm durchschlagen wird. Ich warte gerade einfach nur auf ein Geräusch, damit ich den Heckenschutz noch ausschalten kann. Jo, mach mal. Da ist ein Geräusch, tötet ihn. Ja, hab ich eigentlich. Okay, der ist nicht treffbar. Wir wissen jetzt alle, dass wir da sind. Ja, aber noch nicht, dass... Wir wissen nicht, wo wir sind. Die wissen nur, dass wir da sind. Ja, richtig. Hast du die alle schon gelootet? Ja. Schade. Glaube ich. Ich habe jetzt halt nicht mehr an dich gedacht. Oh, wie immer. Schwer treffbar da oben. Welcher? Der Heckenschütze? Ja. Also theoretisch hatte ich die ganze Zeit Sicht auf seinen Kopf, auch als ich die ersten drei Male geschossen habe. Lol, der guckt. Lol. Dem habe ich das Auge ausgenommen. Ja, guckt aber in die falsche Richtung. Da ist ein Funker dazwischen. Sollte man eventuell zuerst töten. Ja, mein Problem ist, ich habe immer noch keine Munition. Links habe ich einer gesehen. Mich hat keiner gesehen. Der da. Ach, witzig. Man könnte da clearly drunter weglaufen, aber nee. Ich gehe den mal abstechen. Perfekt. Ich habe wieder eine gute Waffe. Okay. Also ich hatte die ganze Zeit eine gute Waffe, aber ich bin halt zu kacke gewesen für die. Du bist wieder eine Mul. Ich habe jetzt eine Muldin. Natürlich stirbst du nicht, du Bastard, Alter. Ich würde sagen, das war mitten ins Gesicht. Rivas Informant hatte recht. Das muss das Hauptmunitionslager sein. Ich kümmere mich darum. Sucht nach Deckung! Ah, oh, cool. Hey, Kuppel. Oh. Gut, dann halt laut. Ja, der freche Bastard hat mich gesehen. Okay. Okay. Okay, witzig, ja. Kann ich looten, okay, gutes Spiel. Was los, Micha? Dann halt so. Boing. Ja, genau. Ich schieß den Bunker die ganze Zeit ins Gesicht, aber er stirbt nicht. Du schießt den Bunker ins Gesicht? Dem Funker! Ach so, Funker. Ja, Funker, Bunker. See no difference. Jo, mich treffen sie alle, weißt du? Hab den Bunker, gar den Bunker. Kein, gar keinen. Er verschwindet einfach aus meiner Sicht. Okay, meine Musinenlagande ist kaputt. Wieso? Ich schieße auf den. Ja, fühl ich. Ich bin voll auf dem Körper. Fühl ich viel zu sehr.
Alle tot. Nur noch weiter hinten lebt einer. So, was sollen wir hier machen? Ordet oder was? Rucksackladung. Ich hab du kannst Leertaste zu drücken, um es auszuprobieren, ne? Ich würde übrigens in Deckung gehen. Da machst du gleich Kabum. Sag dir und gib mir keine Chance, in Deckung zu gehen. Ich hab dir gesagt, sobald ich geplantet habe. Also vielleicht 10 Minuten später. Wenn ich so sagen darf. Gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Darfst du. Was? Ja, er sagt gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Hey, das ist doch ein Witz! Wir können leider nicht mich als hervorragende Sicht sehen, es tut mir sehr leid. Ich würde sie genauso gerne sehen wie ihr, könnt ihr euch vorstellen? Hä? Junge, was ist mit der Waffe? Junge, ich stehe hinter ihm! Ich verstehe auch nicht, warum du mir schießen willst. Der kriegt mich auch nicht mit. Ist, nein, ist das Spiel schon wieder? Weiß ich nicht. Ist der gar nicht da? Steht doch, der hier ist einer? Da. Ja, der ist auch gelb gerade. Was für ein Der doch? Ist auch jetzt tot. Ja, ich gesehen. Aber mit der Musik ging das nicht. Okay. Spannend. Ich würde mal da oben auf den Turm rauf. Ich habe auch kein Einschussloch in der Wand mit der Musin. Sehr gut, Flüssigmosin verbuggt. Ja, ist sie definitiv. Fisch, darf ich demonstrieren? Du hast ja bestimmt eine gute Sicht von da oben auf mich, oder? Warte. Ja. Ich präpariere mal. So, ich stehe da vorne. Ich lädt da erstmal wohl eine Stunde nach. Warte, du hast keine Moment. Waffe in der Hand. Erklärt vieles, weil... Hier sehen Sie einen Micha in freier Wildbahn, wie er verwirrt ohne Waffe durch die Gegend läuft. Dies ist der typische Paarungsruf für einen Micha. Er versucht... Geht nicht. Was geht nicht? Ah, jetzt war weg. Hä? Der Kanister war eben noch da. Micha, du bist an dem gestorben. Na, da stand aber noch einer. Spiel scheint gut synchron zu sein. Da vorne ist übrigens Tresor, den ich noch nicht gesehen hatte. Ja. Haben wir da überhaupt schon die Dings? Weiß ich nicht. Haben wir die? Gut, dass ich noch eine vernünftige Waffe habe. Scheinbar haben wir sie. Webley-Revolver. Nice. Die Deutschen sind die Grabenflinte. Leider muss ich Ihnen die ich jetzt aus Versehen aufgesammelt habe, was ich gar nicht wollte. Hä? Ich würde mich gerne auf den Posten da oben drauf setzen und schießen, wenn die dicke Bertha schießt. Ja, mach mal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie man die Kanone genannt hat. Ich glaube, die hat einen Namen. Also kann auch sein, dass es einfach nur ein Gleisgeschütz ist. Ich bin halt dumm. Ich habe keinen Plan. Ein Gleisgeschütz. Ich dachte, die hat einen Namen. Eine Schienenkanone. Also Munitionslager hätte ich tatsächlich mehr Munition erwartet. Die haben wir jetzt zerstört. Ja gut. Also allgemein so ein bisschen was rumliegend. Gut, das funktioniert mal wieder nicht. Ich jetzt wüsste, wo ich meine Munition... Oh, hi. Klunk! War bei mir übrigens nicht schwarz-weiß. Ja, bei mir schon. Ich wünschte, ich dürfte jetzt ausschießen, aber. Richtig schöner Sniper-Punkt, muss ich übrigens sagen. Oh, darauf habe ich nicht geschossen. Nice. Die Cam sagt da was anderes. Müssen wir doch bestimmt zerstören, oder? Wen denn? Die Kanonen. Ja, muss man. Für die letzten drei Kopfschüsse hat er übrigens keine Cam. Aber für den Rückenschuss.
Schön Leber vernichtet. Ich erwarte, dass die Leber so scheiße groß ist, ey. Die ist riesig. Ach, der muss über mir laufen. Mann, stirb doch! So, erfolgreich. Warum kann ich den letzten kann ich nicht sehen. Jetzt kann ich ihn sehen. Kopfschuss. Nach dem, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Keine Ahnung. Der war auf jeden Fall nicht über dir. Warum kann ich hier nicht hochklettern? Denk dran, wir dürfen den nicht zerstören. Wir müssen noch Flugzeug und Piloten finden. Heißt, wir ignorieren den Pilot. Ich sehe auch keine Leute mehr. Ne, die sind doch alle tot. Ja, bei mir auf der Karte sind aber noch Punkte. Ah, ja, stimmt, der wird unter dir sein. Ah, okay. Die werden beide unter dir sein. Sind doch nur noch gelb. Da sind doch noch echt viele, möchte ich merken. Du hast Panzer gefangen. So, das ist jetzt nicht so gut. Oh Gott, hier sind viele. Meinst du den da? Ja. Ich kann leider nicht so viel machen. Ich sollte etwas Munition finden. Also um den Panzerkampf an müsstest du dich mal kümmern. Ich sehe den gerade nicht mal. Jetzt sehe ich ihn. Hast du ihn nicht sogar markiert? Ja, aber das ist eine Viertelstunde her. Also er ist erstmal immobil. Nach Möglichkeit komm nochmal weg. Lass mich raten, du bist lustig. Hä? Warum? Was mache ich denn? Nee, weil ich sage, komm nochmal weg. Woher habe ich die M1 gerannt? Keine Ahnung. Hä? Achso, die M1 gerannt schießt jetzt wie eine Musin. Witzig. Das Spiel hat sich gar nicht verbuggt dann oder so. Wenn ich irgendwas treffen würde, ne? Wäre das auch besser. Die ist komplett verbuggt, die Waffe. What the fuck? Sehr gut. Hast du tot. Den vor mir? Nee. Nein, den vor dir habe ich noch nicht. Jetzt ist er tot. Schützenkill. Da sind übrigens noch vier, falls du es gerade nicht gesehen hast. Ja, doch. Ja, klar. Junge, dieses verfickte Spiel geht mir übel auf den Piss. Du meinst, weil die gerade auch nicht draufgegangen sind, während sie in deiner fucking Granate standen? Ja. Oh, der schießt immer noch. Der lebt ja immer noch. Naja, der Schütze ist noch da. Jetzt nicht mehr. Irgendwo unter mir ist auch immer noch einer. Ja, ich habe eben auch noch einen gesehen. Jo, da explodiert eine Granate in deren Ärschen und die denken sich so, jo, passt. Passiert. Warum? Einen Timer hinzufügen. Gut, dass das Spiel mich nicht nur nicht genug fickt. Das war ich. Ja, ich weiß. Entschuldige. Bitte nicht nochmal explodieren, bin ich auch tot. Hallo, ich halte eh. Ah, Freunde der Sonne. Ich dachte mir so, oh, guck mal, ich habe wieder einen Timer hinzufügen. Peng. Oh Mann, ich. Wir brauchen keinen Timer, wir haben hier einen Timer im Quer. Ich hab bald eine Viertelstunde zu Ende. Ja, ich hab übrigens kein Gewehr, aber ich könnte eventuell eins kriegen. Ach, wahrscheinlich eher nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht, bräuchte mal was zum Ausprobieren. Irgendwas Hochexplosives.
Da. Nee. Da kommen wieder zwei, Alter. Ah! Perfekt! Ich bin wieder ein vollwertiges. Also ich bin wieder ein Mitglied. Halb. Ich schieß gerade mal aus der Hüfte übrigens. Das ist okay. Hier oben ist Muni, Fisch. Ja, alles gut. Mal. Ich will gerade eigentlich mal gucken, wo dieser Penner hier ist. Dann loot ich den jetzt nicht. Der muss ja da unten eigentlich irgendwo sein. Da so. Ich sehe ihn nicht. Aber er sieht mich halt. Wir übertönen jetzt mal. Ne, nicht, dass wir noch entdeckt werden. Achso. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Scheiß auf den. Soll ich schicken? Ja. Finden wir später. Ja, vielleicht. Hm. Vielleicht auch nicht. Wenn wir die Aufnahme geräumt. Hat man nicht gehört. Echt nicht? Ja, dann haben wir die wahrscheinlich weggeregelt. Ja, wichtig, dass man jeden kleinen Atemzug hört. Das ja. Hä, hey, die Atemzüge sind wichtig und richtig. Gut, ich würde sagen, wie wir hier die nächsten, wie wir die dicke Bertha oder was auch immer es ist, wegmachen und die Piloten und das Flugzeug finden, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!